im Süden Schleswig-Holsteins. Vor den Toren Hamburgs liegt Quickborn, eine Stadt mit 18.000 Einwohnern. Heißt es im Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, so müsste man hier sagen, viele Wege führen nach Quickborn. Ob man nun die Stadt über die Autobahn, die Bundesstraße 4 oder mit der Bahn erreicht, Quickborn zeigt sich als eine Stadt im Grünen. Und wem Bahn oder Bus zu langsam sind, dem zeigen die von Zeit zu Zeit niedrig über Quickborn einschwebenden Flugzeuge, dass der Hamburger Flughafen nur 30 Autominuten entfernt ist. Quickborn hat eine Fläche von 43 Quadratkilometern. Das ist sehr groß für eine Gemeinde, die erst seit 1974 das Stadtrecht besitzt. So ist der Ortsteil Quickborn-Heide von Quickborn-Renzel immerhin 5 Kilometer entfernt. Deshalb hat Quickborn auch viele verschiedene Gesichter. Vom Bauernhof über Hochhäuser bis hin zum privaten Traumschloss. Das alles ist Quickborn. Ruhe und Beschaulichkeit liegen dicht neben Großstadtlärm und Geschäftigkeit. Hier ist das eigentliche Zentrum der Stadt Quickborn. Klöngasse, Gerberakkad. Viele umgebaute oder renovierte Häuser zeigen, dass sich das Bild der Stadt auch im Zentrum dauernd verändert. Das neue Rathaus ist ein gutes Beispiel für diesen Änderungsprozess. Der Marktplatz vor dem Rathaus wird auch wirklich als Marktplatz genutzt.
bleiben wir noch ein bisschen beim Rathaus. Im zweiten Stock ist das Amtszimmer des Bürgermeisters. Kein leichtes Amt, wenn man bedenkt, wie vielfältig die Probleme dieser Stadt sind. Alle Grundsatzentscheidungen trifft nach demokratischen Regeln das Stadtparlament. Hier werden zum Beispiel die Mittel aus dem Haushalt der Stadt diskutiert. Das Freibad, die Schulen, alles kostet sehr viel Geld. Quickborn hat immerhin 9 Schulen und 1988 verließ der 1000. Abiturient das Gymnasium. Seien es nun Zuschüsse für die Freiwillige Feuerwehr Quickborn mit ihrem großen Fahrzeugpark oder der städtische Kindergarten, die Aufgaben der Stadtverwaltung sind sehr vielfältig. Aber die Stadtvertreter machen es sich nicht leicht. Es wird hart diskutiert und auch der Bürger hat die Möglichkeit, seine Einwände vorzubringen. Ein Großteil der Haushaltsmittel Quickborns stammt aus der Gewerbesteuer. Neben dem Einzelhandel und kleinen Handwerksbetrieben hat die Stadt mit der Erschließung eines attraktiven Gewerbegebietes einen großen Schritt zur Sicherung ihrer Zukunft getan. Durch das zentral gelegene Umspannwerk ist die Energieversorgung der Gewerbebetriebe gesichert. Die Stadtwerke sind nicht nur für die Stromversorgung, sondern auch für die Wasserversorgung verantwortlich. Quickborn hat ein eigenes Wasserwerk. Durch Tiefbrunnen und Wasserschutzgebiet wird eine ausgezeichnete Wasserqualität erreicht. Die 4 Brunnen in einer Tiefe von 70 und 90 Metern sind so ergiebig, dass Quickborn noch 5 weitere Nachbargemeinden mit Wasser beliefern kann. Das Trinkwasser ist so sauber, dass kein Chlor zugesetzt werden braucht. Spätestens hier macht sich die Wasserqualität bemerkbar. Übrigens, die Eule ist das Wappentier der Stadt. Ob geschnitzt, gemalt oder als Aufkleber, man begegnet ihr auf Schritt und Tritt. Sei es nun die Eulenapotheke oder das Eulenfest, das jedes Jahr gefeiert wird. Die Eule ist für Quickborn das, was für die Berliner der Bär ist. Wobei es nicht heißen soll, dass die Quickborner wie die Eule erst nachts munter werden. Die Freizeitanlagen werden kräftig genutzt. Und von Fußball bis Golf wird so ziemlich jede Sportart betrieben. Und das nicht nur zur Freizeitbeschäftigung. Viele Quickborner Vereine haben beachtliche Erfolge im Leistungssport aufzuweisen. So zum Beispiel die Sportschützen des Quickborner Schützenvereins. Auf
vielen deutschen Meisterschaften waren sie vertreten. Der Schützenverein Quickborn Renzel besteht seit 1928 und ist damit wohl einer der ältesten Quickborner Vereine. Doch nicht nur die sportliche Disziplin, sondern auch die Tradition wird hier gepflegt. Und so ist das jährliche Schützenfest ein fester Bestandteil des Festprogramms in Quickborn. Das Reiten hat in Schleswig-Holstein eine lange Tradition. Und natürlich bildet Quickborn darin keine Ausnahme. Seit 1982 wird in Quickborn auch Golf gespielt. Der Golfclub an der Pinnau mit seinem 65 Hektar großen Platz hat immerhin schon 560 Mitglieder. 3,5 Stunden dauert eine Platzrunde, wenn alle 18 Löcher gespielt werden. Und sollte es beim Sport mal eine Verletzung geben, im Ärztezentrum kann schnell geholfen werden. Im Ernstfall steht ein Notarztwagen des DRK oder der Johanniter Unfallhilfe bereit. Und falls einmal wirklich Hilfe gebraucht wird, dein Freund und Helfer hat in Quickborn einen eigenen Polizeiposten. Wer mit dem Auto auf der Bundesstraße 4 durch Quickborn fährt, dem fällt die evangelische Kirche mit ihrem hohen Turm auf. Erbaut im 18. Jahrhundert, ist sie eines der Wahrzeichen der Stadt. Und noch 4 weitere Gotteshäuser gibt es in Quickborn. Unterhaltung und Erholung, beides liegt nahe beieinander. Der sagenumwobene Prophetensee, das Himmelmoor. Quickborn bietet lohnende Ausflugsziele. Alt und jung dicht nebeneinander. Das sind Bilder, auf die man in dieser Stadt immer wieder trifft. Bei den Häusern wie bei den Menschen. Vielleicht macht das die Stadt Quickborn so liebenswert. Sie lässt beiden Raum zur Entfaltung, den Jungen und den Alten.